Moin in Ollis Modellbahnkeller. Nach dem erfolgreichen motorischen Antriebsumbau von C-Gleisweichen von Märklin habe ich mir diese auch für TT-Gleise mal besorgt. TT fahre ich nicht, aber ich fahre Schmalspur H0 und das ist TT-Gleis von Tillich. Und da kann man super mit die BMO Schmalspurbahn mit betreiben. Und bisher hatte ich einen normalen Weichenantrieb darunter und hatte dann eine Platine liegen von Lidwinski und dann waren überall die Kabel zu sehen. Und das möchte ich nicht mehr. Ich baue mir jetzt den hier unten in die Bettung ein und dann sieht man kein Kabel mehr. Hier steht schon die Adresse der Weiche drauf. Das soll die 4 werden. Dazu haben wir den Wiesmal Artikel 4567 uns besorgt. Auch wieder gleiche technische Daten wie der fürs Märklin C-Glas, DCC, Motorola, Wechselstrom, Raycom. Raycom werde ich nicht nutzen. Ich werde die Adresse auf DCC stellen. Also ich werde aktuell nur 2 CVs verändern. Das sage ich aber nachher noch, wenn es soweit ist. Wieder eine Riesenanleitung, gibt es aber auch digital in Farbe. Deswegen, man spricht ja immer über Umwelt. Vielleicht überlegt man auch mal bei der Modellbahn ein kleines Blatt mit dem Link. Macht den Karton kleiner, weil eigentlich ist das nur so. Sind auch geringere Transportkosten vielleicht. Aber egal, das war nur so eine Anmerkung. In der heutigen Zeit muss man die ja mal machen. Dann werden wir als erstes die Tüte mal öffnen. Sind in der Verpackung 2 Schrauben. Es ist kein Klebepad diesmal dabei, wie bei dem C-Gleisantrieb. Warum, weiß ich eigentlich nicht, weil ich zeige euch, dass ich einen gut gebrauchen könnte. Als erstes löse ich den alten Antrieb. Die 4 Schrauben kann ich hervorragend weiterverwenden. Brauche also die 2 neuen nicht. Die soll ich, steht in der Anleitung, sonst diagonal verwenden. Also ich soll keine 4 verwenden. Ich mache es jetzt aber voll. Tut ja nicht weh, dachte ich. So, alter Antrieb raus. Neuer Antrieb rein. Da wird der Decoder ganz gut hinpassen. Ich wollte nachher die Kabel alle unter der Weiche lassen. Ich werde sie auch nicht einkürzen. Ja, die sind sehr, sehr lang, aber ich weiß ja nicht, ob ich mich noch doch irgendwann mal umentscheide, da irgendwas anderes mitzumachen. Deswegen lasse ich sie erstmal so lang. Das hat bei der ersten Weiche eigentlich ganz okay geklappt. Da war zwar ein bisschen mehr Platz, weil das eine Bogenweiche war. Aber wir werden jetzt als erstes mal werden wir den Widerstand anlöten.
der kommt zusammen. Der Widerstand kommt mit dem roten Kabel zusammen. Also werden wir jetzt mal die beiden als erstes machen. Verzinnen uns den Widerstand ein wenig an der Spitze. Nutzen hier diese schönen Ösen zum Anlöten der Drähte. Die sind perfekt dafür geeignet. Die ersten beiden dran. Jetzt kommen die gelbe und der grüne noch zusammen. Als nächstes nehme ich ein bisschen Tesa-Montageband, damit der Decoder nicht immer abfällt. So. Jetzt verlegen wir noch das Kabel ein bisschen ordentlich. Und hier nutze ich jetzt das kleine Gleis hier daneben, was ich habe. Klebe ich jetzt mit roten, kann man weiß, schwarz, egal welche Farbe nehmen, habe ich am meisten von mal fest. Das muss ich jetzt nicht alles mitfilmen, ich zeige euch gleich, wenn ich es gemacht habe. Da ist das gute Stück schon fertig. Wir wollen das jetzt auf Adresse 4 programmieren. Das bedeutet, der CV1-Wert wird auf 4 programmiert und ich möchte keine Logadresse verwenden und kein Railcom Plus und deswegen stelle ich CV29 noch auf 0. Mehr programmiere ich an dem Weichenantrieb jetzt gleich nicht um. So, die beiden CVs habe ich nun geändert. Die Geschwindigkeit habe ich auf 25 gelassen, weil ich finde die im Original super eingestellt. Und schon ist die Weiche umgebaut. Ich habe kein Kabel mehr. Man sieht, hier ist die Zuleitung zu den Schienen. Hier ist zum Beispiel die erste Weiche. Das ist eine Bogenweiche zum Beispiel. Die habe ich auch umgebaut. Da sieht der Umbau so aus. Da ist ein bisschen mehr Platz für die Kabel. Also auch, wie man merkt, den C-Gleis. Super Antrieb. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.